Leider ist es so wie bei vielen Krebserkrankungen, dass der Bauchspeicheldrüsenkrebs keine Vorsorgeuntersuchung bietet. Die Symptome sind oft sehr spät, erst dann, wenn das Geschwulst sehr groß ist, im Sinne von Gelbfärbung der Augen oder auch Oberbauchschmerzen. Wichtig ist mir ein Symptom, das sehr oft auch von Laien oder von Patienten nicht wahrgenommen wird, nämlich der Gewichtsverlust. Patienten haben oft einen reduzierten Appetit, ungewollten Gewichtsverlust, und das ist ein Alarmzeichen und ein Warnsymptom, wo man auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte und das weiter abklären. Ich würde mir wünschen, dass in der Öffentlichkeit der Bauchspeicheldrüsenkrebs nicht immer als der böseste Krebs von allen bezeichnet wird. Mittlerweile sind die Therapien so gut, dass man diese Erkrankung auch in eine chronische Erkrankung umwandeln kann und Patienten auch mit fortgeschrittener Erkrankung viele Monate, aber auch Jahre leben können. Das sehen wir an unseren eigenen Erfahrungen. Und würde ich mir wünschen, dass dieses Dogma vom Bauchspeicheldrüsenkrebs weggenommen wird, dass es sozusagen der böseste von allen ist.